Herzlich willkommen zu Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Beim letzten Mal waren wir im Wald von Rahm und wir gehen jetzt zum Meucheltern. Herumsträuchende Banditen machen seit kurzem das Reisen durch diesen düsteren Wald zu einem echt riskanten Unterfangen. Na? Was habe ich jetzt gedrückt? Ah, okay. Dort sind Gegner. Alles klar. What is it, Lucas? More brigands? It seems the rumors were no exaggeration. Based on their numbers, I surmise they must have a hideout nearby. But we can ill afford to pick fights with every cut person rogue we encounter. Let's sit back and lay low until they depart. Did you get a look at the wench we nabbed this morning? Hoo-wee! She'll certainly add some color to that run-down old shrine. She's prettier than the boss, that's for sure. What? They've taken a prisoner? Let's just be calm. Ach, Arm. Who the hell are you? Release the woman you're holding at once, or else. Or else what? You must really want a knife in the belly if you're slinging taunts at the likes of us. Aua. So much for laying low. Two arms, everyone. Okay, los geht's. Okay, also er hat gerade von Schützen erzählt, die können immer nur zwei Felder entfernt angreifen. Das heißt, wir haben ja ganz viele Schwertkämpfer und können mit allen zum Beispiel einfach mal direkt angreifen, ohne dass er uns... Ah, okay, nee, er erzählt uns trotzdem was ab. Okay. Gut. Es gab nämlich auch Fire Emblem-Teile, wo die nur zwei Felder entfernt quasi angreifen können. Aber er hier kann auch, wenn du direkt ein Feld vor ihm stehst, angreifen. So, machen mal wieder die Animation aus. Okay. Oh, sie besiegt ihn auch nicht. Unfassbar, oder? Grace Level 5, Togun Level 2, Cliff Level 1. Cliff soll mal ein bisschen nach vorne gehen. Da-da. Oh, das ist echt doof. Wir gehen es mal ein bisschen defensiver an. So, hier im Wald haben wir noch ein bisschen Schutz. Kann er nicht nach? Okay. Okay, die sind ja mal strange. Was machen die denn? Warum geht der Schütze von uns weg? Ich würde sagen, es wird langsam mal Zeit, dass wir eine Heilerin bekommen. Kann Fei jetzt irgendeinen von den beiden besiegen? Vier. Oh, er zieht uns viel ab.
zieht uns auch viel ab. Gucken wir mal, ob wir mit einem davon hinkommen. Ah, die haben alle so wenig Reichweite. Ah, okay. Ja, hier kann es. Oh, er besiegt ihn sogar. Was ist denn hier los? Er greift wahrscheinlich dann das Waffendreieck, weil er ein Schwertkämpfer ist und das war ein Axtkämpfer. Aber warum kann es Fein nicht? Wahrscheinlich hat sie zu wenig Geschwindigkeit. Wer ist er nochmal? Cliff. Ach komm, Cliff, geh mal nach vorne. Einfach mal 6 Werte hochgegangen. Ist ja unfassbar. Es gab Fire Emblem Teile, da konnten glaube ich maximal 5 Werte auf einmal hochgehen. So, den werden wir jetzt schön mit Pfeil besiegen. Und ein Wert immer minimal hoch. Ich weiß nicht, ob es hier genauso ist. Greif mal mit Cliff an. Okay. Wow, Lucas ist echt stark. Kann einfach beide besiegen. Ach, Cry. Warum ist Cliff so schlecht? Wer fehlt jetzt noch? Ah. Cliff kommt auch nicht ran. Okay, wir versuchen ihn mal zu besiegen. Was wollte er abziehen? Aber fast bis auf 3 alles. Nicht schlecht. Dann machen wir mit ihnen schon mal den Anfang. Gehen echt viele Werte hier hoch. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder an dem Wissen diesen Teil von Fire Emblem liegt. Nicht dein Ernst. 90% Trefferwahrscheinlichkeit und wir treffen ihn nicht. Ah! Nein! Das kann es nicht sein. Unfassbar. Ey, ist es nicht euer Ernst, gell? Diese doofe Wahrscheinlichkeit. Gibt's hier sonst noch irgendwo was? Ach, hier oben ist ja übrigens auch noch ein Gegner. Sehe ich gerade. Oh, natürlich haut er ab. Das ist nicht dein Ernst. So, fei. Zweiter Versuch. Und jetzt muss es langsam mal klappen. Come on! Yes! Also wenn ihr euch fragen solltet, wie gut sich eigentlich Fire Emblem Echoes so verkauft hat. In Japan ist es ja schon eine Weile raus. Und in der ersten Woche... In der ersten Woche hat es sich 130.000 Mal verkauft. Wow, er ist auch ziemlich stark.
Und zum Vergleich mal, Fire Emblem Awakening, was ja auch für den 3DS erschienen ist, hat sich in der ersten Woche in Japan 240.000 Mal verkauft. Und vielleicht noch ein besserer Vergleich wäre quasi ein Teil, was auch ein Remake ist, da ja dieser Teil hier der Remake des zweiten Fire Emblem Teils ist. Kann er ihn schon besiegen? Welcher Level ist er denn? 3. Ich würde ja gerne Arm noch. Oder Cliff zumindest ein bisschen hochleveln. Na komm. Gucken, was er macht. Der Remake vom dritten Fire Emblem Teil ist allerdings auch nur in Japan erschienen. Der hieß Fire Emblem Shin Monsho no Naso Hikari Tokage no Aie. Der hat sich 140.000 Mal verkauft, also ähnlich vergleichbar mit diesem Teil hier. Wo ist denn Cliff? Oh, Cliff kann ihn nicht mal besiegen, egal. Also für Fire Emblem Verhältnisse kann man sagen, war es durchschnittlich gut, wie sich dieses Spiel hier verkauft hat. Und wenn man mal ganz andere Maßstäbe nehmen würde, zum Beispiel eins, was... Ey, ist nicht dein Ernst. Na gut, er hat nur 61% Trefferwahrscheinlichkeit gehabt. Was sich am meisten mitverkauft hat, Pokémon Sun and Moon. Die haben sich in der ersten Woche 1,8 Millionen mal verkauft. Also das ist dann schon das Zehnfache. Ja, Cliff sollte noch ein paar Level hochgehen irgendwie. Das wäre ganz gut. Aber übrigens, die Gesichter am Rand, die bedeuten die Erschöpfung. Was ihr jetzt rechts am Rand gesehen habt. Aber da kommen wir vielleicht später im Verlauf des Spiels noch dazu. Sorry, Lucas. My legs were moving before I had a chance to even think. Valor is nothing to be sorry for. Now come, let's find this prisoner they spoke of. They mentioned a shrine, yes? It must be nearby. Wappen erhalten. Sprunghaftes Wachstum. Für ungewöhnliches Wachstum, okay. Wieso das? Hat irgendeiner von meinen Charakteren vielleicht 2 Level erreicht? Auf einmal? Wahrscheinlich nicht. Shrines like this were built by folks so they had a place to worship Miller. But famine and other problems kind of put a damper on most Sophians' piety. Now they're mostly just home to brigands and the like. Then the woman who was taken captive must be inside. Okay, Wappen erhalten ruhmreiche Ritter für Ruhm im Königreich Sophia. So. Jetzt gehen wir zum Räuberschrein. In dieser Höhle, in der zu Ehren der Göttin Mila ein Schrein errichtet wurde, treibt sich in letzter Zeit allerlei Gesindel herum. Ja, dann wollen wir uns das Gesindel doch mal anschauen. Stay away from me! I'm only the stupid watchman! I just watch things! The stupid watchman, okay. Okay. Kann ich denn eigentlich allem auch mal irgendwie... Achso. Gray war ziemlich hohes Level, oder? Level 5. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne... Cliff und Fei noch und vor allem auch leveln. Vorrat. Also, ja, hier können wir ihn Orangen geben. Lecker, süß, sauer und im ganzen Land angebaut. KP halt 10. Erfrischung. Ja, dieses Erfrischung, wo S dahinter steht, das ist quasi dann, wie viel man den Erschöpfungszustand... Okay, kann da keine tragen? Ich dachte, die tragen Orangen.
nehmen. Alles klar. Und KPs heilen die gleichzeitig auch noch. Hartes Brot. Altes Brot lässt sich nur schwer kauen. Interessant. Haben wir Spaltaxt hätten wir noch. Ja, wer ist denn... Achso, wir haben im Moment ja nur... Ah ja, Lukas ist Lanzenkämpfer, ansonsten haben wir nur Schwertkämpfer. Genau. So, dann werden wir das mal erkunden. Okay, also wir können den jetzt irgendwie steuern und okay, wir können auch hier hauen. Wow, da können richtige Moves, guckt's euch an. Du hast eine Silberdukate erhalten. Silberdukaten werden zum Schmieden von Waffen verwendet. Okay, kann ich denn irgendwie die Kamera, okay, mit dem C-Stick vom New Nintendo 3DS kann ich die Kamera, ups. Ich darf nicht drauf drücken, sonst kommt das. Wow. Ich will ja nur gucken, ob es noch ein paar Silberdukaten gibt. Also mit den rechten Analogstick kann man quasi... Kamera bewegen. Kann man, oh Mann, kann man springen? Nee. Halbes Bier nehmen. Ups, ich glaube, da greift mich jemand an. Auf geht's. Yay. Ach, ich wollte schon sagen, kämpfen wir jetzt gegen einen, das wäre sehr unfair. Da haben die ja überhaupt keine Chance. Okay. Wichtig ist auf jeden Fall in diesem Kapitel, dass ihr levelt. Werdet ihr danach vielleicht noch sehen, warum. Und zwar Level 3. Also ihr solltet versuchen, mit allen Charakteren Level 3 zu sein. So, mal gucken, ob die kommen. Ja, tatsächlich. Dann... Was ich mich jetzt frage, ist, werde nach jedem Kampf unsere KP geheilt? Oder verbleiben wir bei den KP? Ich würde ja gerne mal Cliff den letzten. Also, dass er quasi den Gegner besiegt, den letzten Schlag geben. Dann bekommt er ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Sehr schön, Level 2. Ja, ich weiß gar nicht, was das wenigste war, was bisher bei mir hochgegangen ist, aber ich würde fast mal behaupten, 3 Werte. Das ist echt krass. Wow, das war ein Crit. Stark, Fei. So, unsere liebe Fei ist jetzt Level 3. Ja, und hier steht es auch, warum. Fei kann nun die Klasse wechseln. Also deswegen sollte ihr Level 3 auf jeden Fall erreichen. Okay, Erschöpfung sieht ganz gut aus bei allen. Auf Maximum, also keine Erschöpfung. Hier steht auch nochmal Erschöpfung. Je länger dein Vorstoß in einem Verlies oder Dungeon währt, desto erschöpfter werden deine Ringen. Genau, dann sinken irgendwann die Statuswerte, vor allem KP und sowas, und das will man natürlich nicht. Und deswegen verzehrt man Proviant.
Oder das Darbringen einer Opfergabe an Statuen der Mila, okay. So. Also da ich noch nie mit diesem rechten Control-Stick vom New Nintendo 3DS gelenkt habe, muss ich selber erstmal damit klarkommen. Also, ups. Och, nee, oder? Auch von hinten. Das heißt, sie fangen an wahrscheinlich. Ja. Aber das ist ja egal. Und sie werden vollständig geheilt. Wow, das ist ja richtig gut für uns. Okay. Alm ist immer noch Level 2. Die werden wir aber gleich vorschicken. Ich weiß nicht, ob es eine begrenzte Anzahl an Gegnern hier gibt in dem Dungeon. Aber wie ihr seht, ist es auf jeden Fall gut. Hier ein wenig zu leveln. Vor allem, wenn man die Erfahrungspunkte so geschenkt bekommt. Okay, also. Ja, also okay, man kann auch nur plus 2 kriegen. In einer Klasse. In den Status werden quasi. Das heißt, wahrscheinlich das Minimum ist ja auch plus 1 pro Level ab. So, jetzt umzingeln wir ihn mal. Wow, und wieder! Alter, Fai ist echt der Hammer. Ist schon ihr zweiter Crit, gerade innerhalb von 2 Kämpfen. Das ist echt stark. Okay, wir sammeln noch diese Orange ein und damit beenden wir diesen Part und ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!